Das Wetter ist wunderbar. Die Temperaturen gehen hoch, die Corona-Zahlen gehen runter, die Innenstädte sind voll. Und ja, wir machen jetzt mal ein kleines Experiment in der Stadt und gucken, wie die Leute reagieren. Darf ich mal ganz, ganz kurz stören? Jo. Moin, ich bin Inga Gerke. Hallo, ich komme vom Zeitungsverlag hier und wir machen eine Umfrage. Ja. Was kann das denn wohl für eine Umfrage sein? Ob wir Zeitung lesen, vielleicht? Hi übrigens, ich bin Hi. Inga. Micha. Moin, ich komme vom SAZ und wir machen eine Umfrage. Ja. Und es ist eigentlich auch gerade schon passiert. Was könnte es denn sein? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Menschen in Gedanken wahrscheinlich. Ja, nee. Leute erfolgreich anzusprechen. Mal mehr, mal weniger. Ja, hallo, moin. Haben Sie irgendwas gerade gemacht, was Sie schon lange nicht mehr getan haben? Nee. Hallo, ich bin übrigens Inga. Wir machen eine Straßenumfrage. Vom SAZ kommen wir hier. Ja. Warum hast du mir gerade die Hand gegeben? Warum nicht? Das ist nämlich unsere Frage. Wir wollen nämlich rausfinden, ob die Menschen jetzt wieder bereit sind. Corona, ein bisschen Abstand haben und so, ja klar. Ob man das noch machen sollte oder nicht. Oder ob man den hier macht. Ich glaube, das ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich jemanden in die Hand geschüttelt habe. Ungewöhnlich, ne? Macht man ja gar nicht mehr eigentlich. Du hast mir die jetzt ja einfach ganz flott gegeben, weil das noch automatisch drin ist oder warum ging das jetzt einfach so? Weil sie mir die so nett drin gereicht haben. Dann fand ich das unhöflich, das abzuschütteln. Ah. Ist eigentlich nicht richtig. Weil das heißt, es ist nicht richtig. Nee, es ist nicht richtig. Meistens macht man so diesen hier. Aber ich habe Desinfektionsmittel in der Tasche. Also ich denke, dass sich da vieles erledigt hat. Weil gerade dieses Küsschen hier und Küsschen da, ich glaube, das wird, Hände geht vielleicht noch gerade, aber ich glaube, das andere wird im Sande verlaufen, schätze ich mal. Aber ich weiß es nicht, vielleicht... Ist man in ein paar Jahren, hat man das alles vergessen. Schwierig zu sagen. Normal reicht es, wenn man so macht, so. Das reicht auch. Ja. Ja, vielleicht die Maßnahmen sind ein bisschen locker geworden. Ja. Fast alle sind so ein bisschen mehr geimpft. Und ich glaube, das wird jetzt ein bisschen besser. Und bist du dann eher fürs? Also findest du das gut wahrscheinlich? Ne? Du sagst ja auch, du. Ja. Hast du es vermisst? Ich muss zugeben, ja. Ich finde es einfach viel persönlicher und menschlicher. Es halt zeigt so ein bisschen auch diese Freundlichkeit, die Fremde gegenüber dann. Zum Beispiel auch, um das Eis jetzt zu brechen, wenn man sich begegnet. Ich muss Handschlag nicht haben und Freunde begrüßt man in aller Regel, indem man sich drückt, in den Arm nimmt. Das ist eigentlich mehr so meins. Es war eine Zeit lang zu Beginn, war es wirklich, dass wir nur in den Raum reingekommen sind und einmal Moin gesagt haben. Dann irgendwann die Faust und jetzt gebe ich so den Leuten, die ich näher kenne, den gebe ich dann die Hand, ja. Also pro Hände geben? Ja, schon. Ich glaube, so bei uns im Alltag, im Job auch, ist es auf jeden Fall, kommt das wieder. Doch, die Menschen sind froh. Das war auch, sobald wir die Maskenpflicht aufgehoben haben, waren alle noch Maske weg und waren alle total happy, einfach mal auch wieder ein Lächeln zu sehen. Ne? Ich bin es gewohnt. Wir haben es doch jahrzehntelang gemacht. Und es gibt doch auch Desinfektionsmittel, ne? Ich gebe eine Runde aus. Möchtest du einen Schuss? Gerne. Alle Menschen, die ich gefragt habe, beziehungsweise die Hand hingestreckt haben, haben mir auch die Hand zurückgegeben. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, dass mindestens eine Person sagt, nee, noch nicht, lass mal. Aber im Endeffekt haben alle mitgemacht. Und ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Zeichen dafür, dass in Zukunft wieder fröhlich Hände geschüttelt werden.